Ja, hallo meine Lieben, ein herzliches Willkommen heute Morgen hier. Wenn ihr das Video seht, wird es Sonntag sein. Es steht eine Swatch-Party an, ihr habt sie euch gewünscht und ich habe neue Lippenstifte von L'Oreal. Und zwar Freezy Nudes heißen die. Ich habe ein super schönes Case zugeschickt bekommen von L'Oreal mit den neuen 6 Farben von den Freezy Nudes. Die sind im Übrigen schon seit September im Handel. Und ich zeige euch gleich noch ein bisschen was dazu. Vorab möchte ich euch gerne das Case zeigen mit den Lippenstiften. Ich finde sie super, super schön und ich habe sie auch schon mal angefasst, weil ich finde, sie haben ein ganz, ganz tolles Feeling. Ich muss ehrlich sagen, Lippenstifte sind etwas, wo ich auch drauf reagiere. Auch wenn ein Lippenstift sich gut anfühlt, finde ich es toll, denn sie fühlen sich so ein bisschen matt an, also fast wie so ein bisschen gummiert, finde ich. Also schön nude, schön matt, so wie auch die Lippenstifte sein sollen. So sieht die Verpackung aus. Finde ich super edel. Hier unten sind sie in so einem Taubton und hier oben ist es so ein Rosé-Taub, möchte ich mal sagen. Also es ist nicht nur ein helles Taub, sondern hat so einen leichten Rosé-Stich. Hier unten ist es so ein schöner, ja, ich möchte mal sagen, so ein aschiger Ton, ja, so ein aschiger Braunton, so ein ganz heller. Also ich finde die Lippenstifte erstmal vom Packaging mega, mega schön. Also dafür bekommen Sie schon mal von mir 10 Punkte. Ja, es gibt im Übrigen also, wie gesagt, 6 neue Farben. Ich werde sie mit euch hier alle gleich auftragen. Das heißt, bleibt schön dran. Ich trage sie für euch alle auf. Dann könnt ihr schon mal sehen, wie ungefähr sie auf meinen Lippen wirken. Was mache ich dafür immer? Ich wurde ja schon mal gefragt und viele sagen mal, ja, Astrid, trag sie bitte mal auf, damit wir wissen, wie sie auf meinen Lippen aussehen. Vorweg möchte ich kurz sagen, dass ich meine Lippen immer vom Farbton her neutralisiere. Das heißt, jeder hat ja einen eigenen Lippenfarbton. Und immer wenn dann ein Lippenstift aufgetragen wird, dann hat jeder natürlich eine andere Farbe auf den Lippen. Das heißt, wenn ich so mehr roséfarbene Lippen habe oder der nächste rötliche oder sogar braune oder schon fast ganz rote Lippen, sind die Farben natürlich auf den Lippen immer komplett anders. Ich mache es immer so. Ich gebe immer den Löscherauge auf meine Lippen, das ist dieser Concealer. Und dann gebe ich immer danach, wenn der ein bisschen angezogen ist, so das dauert immer eine Minute maximal, trage ich meinen Lippenstift auf. Das heißt, dann ist meine Lippenfarbe neutralisiert und die Farbe, die der Lippenstift hat, kommt dann einfach so raus, wie er ist. Ja? Wer das möchte und schon immer mal gesagt hat, oh Astrid, bei mir sehen die immer ganz anders aus wie bei dir. Die sehen auch gar nicht so aus, wie, wie sie rauskommen. Ja, neutralisiert eure Lippen ein wenig mit einem Concealer zum Beispiel. Ihr könnt gerne diesen hier nehmen. Oder ich habe hier noch einen, der ist sogar so ein bisschen roséstichig. Ich weiß nicht, wann ich mir den mal gekauft habe, aber der ist komplett anders, weil der heißt nämlich auch irgendwie 05 Brightener. Brightener deswegen, weil der hat so Schimmerpigmente drin, was die anderen nicht so extrem haben wie dieser hier. Der ist auch so ein bisschen roséstichig. Und wenn er sagt, ihr möchtet gerne auch so ein bisschen gleich das Lippenherz mit aufhellen, als hättet ihr so ein bisschen einen Highlighter oben drauf, dann könnt ihr euch das damit schon fast ersparen, wenn ihr diesen Brightener nehmt in 05. Also ich finde das ganz toll. Ihr neutralisiert eure Lippenfarbe und dann sehen die Farben auch so aus, wie sie hier sind. Ich werde euch das zeigen und dann könnt ihr gerne dranbleiben. Ja, wie gesagt, es sind 6 Farben. Ich bin mal bei DM Online reingegangen, weil ich einfach mal ein bisschen was lesen wollte, denn ich kenne die Lippenstifte auch nicht. Sie sind alle noch original nicht benutzt und ich habe mir gedacht, okay, matt hat ja immer so ein bisschen was, wo man schon Panik bekommt. Oh Gott, das trocknet meine Lippen aus und das habt ihr mir ja eigentlich auf Instagram auch schon unter dem Post geschrieben. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, lies doch mal ein bisschen was vorweg. Ich konnte nämlich bei YouTube noch nicht so richtig was finden darüber. Oft hat man ja schon Swatch-Partys oder so, aber diesmal bin ich nicht fündig geworden. Vielleicht konnte ich auch nicht gucken. Auf alle Fälle hat der schon mal 98 Bewertungen bekommen und anscheinend wohl alle mit 5 Sternen. Könnt ihr hier schon mal sehen, das ist die DM Online-Seite. Ich habe jetzt hier irgendeine Farbe aufgemacht. Ihr könnt sie auch anklicken und dann seht ihr schon, dass ihr 6 verschiedene Nude Farben bekommt und ja, er kostet im Übrigen 9,95 €, finde ich einen annehmbaren Preis für einen guten Lippenstift. Wenn er wirklich schön ist,
und nicht so die Lippen austrocknet und so ein bisschen Feuchtigkeit spendet, so ein bisschen wie diese Age Perfect Linie, dann bin ich schon immer froh. 9,95 Euro perfekt für einen guten Lippenstift. So, und es steht hier ja die Produktbeschreibung immer und dann lese ich mir die immer ganz gerne vorher mal durch, um zu gucken, was soll mir der Lippenstift bringen, ne? Ist er vielleicht trocken oder weiß ich nicht was. Auf alle Fälle steht hier schon mal natürliche, intensive und schöne Nude-Farben. Und zwar nennt er sich Ultra Matte Freeze Nudes. Überzeugt mit einem natürlich intensiven Nude-Ton. Okay, und einem ultra matten Finish. Schön, schauen wir einfach mal. Dazu kombiniert der Lippenstift Pflege und Schutz. Die cremig weiche Textur lässt sich sanft in nur einer Schicht auftragen. Okay, kugelförmige Puderpartikel füllen kleine Fältchen auf. Also, Ladies, es gibt vieles für junge Leute, das wisst ihr, ja? Da könnt ihr die Theken rauf und runter kaufen. Aber Age Perfect zum Beispiel, das war auch eine Linie, wo ich immer noch sage, das ist wirklich was für die reifere Haut oder für die Haut, die schon leicht zu Fältchen neigt. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn sich ein Lippenstift und vielleicht noch so ein matter Lippenstift in die Falten legt und man hinterher das Gefühl hat, na doll, jetzt siehst du ja aus. Ich habe jetzt im Moment nur einen Gloss aufgetragen, weil ich liebe eigentlich auch glossige Sachen. Also es ist ein ganz einfacher Lipgloss und ich finde, es macht immer so ein bisschen frisch und prall, weil es immer so ein bisschen feucht wirkt. Hat immer was von Babylips, finde ich immer. Und deswegen trage ich das gerne und deswegen finde ich es hier gut, wenn hier steht, dass es damit, also füllt kleine Fältchen auf, Puderpartikel, kugelförmige, vielleicht sind die auch so ein bisschen irisierend, ich weiß es noch nicht, dann sieht das natürlich viel schöner aus. Die reichhaltige Formel mit Ölen spendet langanhaltende Feuchtigkeit und sorgt für ein angenehmes Tragegefühl. Klar, durch die Öle wahrscheinlich hat man immer auch wie bei einem Gloss das Gefühl, oh, es ist schön cremig, oh, sie sind trotzdem matt, meine Lippen trocknen nicht aus. Man erspart sich eventuell auch den Lip Liner, weil ich finde immer gerade bei Nude-Farben, ein bisschen ölhaltige, pflegende Lippenstifte, da muss man nicht so die Kontur treffen. Wenn man so richtig matte hat und vielleicht noch intensive Farben, dann verwende auch ich einen Lip Liner. Und wenn es geht, nehme ich natürlich immer noch. Jetzt muss ich ganz ehrlich eingestehen, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, aber ich habe euch in der Vergangenheit schon vorgeschwärmt von den Infallible Lip Linern. Die habe ich teilweise als Lippenstift getragen, weil sie so unheimlich haltbar sind. Und da nehme ich immer noch die Lip Liner dann, wenn ich sage, ich will mir eine Kontur ziehen, weil die halten wirklich, ne? Also die finde ich echt toll. Aber wir tragen jetzt einfach mal die Lippenstifte auf. Ihr bleibt dran. Das Ganze mache ich ein bisschen mit Musik unterlegt. Schaut euch einfach die Farben an. Orientiert euch ein bisschen danach. Denkt daran, wenn ihr mögt, neutralisiert eure Lippen, dann habt ihr immer die Farbe, die hier auch wirklich rauskommt. Und ja, ich liebe das, ich finde das gut. Und wir starten jetzt einfach mal, wenn ihr noch irgendwas habt, folgt mir gerne auf Instagram, da bin ich auch immer da für euch. Eigentlich, viele, die mich dort kennen, wissen das, ich beantworte oder versuche, eure Fragen immer zu beantworten, solange es noch geht. Und von daher, wenn irgendwas ist, fragt mich dort gerne. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir dort folgt. Und bis dahin vielen Dank, wenn ihr zugeschaut habt. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen. Und abonniert auch gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr kein Video mehr.
So, meine Lieben, bevor ich mich jetzt von euch verabschiede, möchte ich euch mal meine drei Favoriten sagen und ich möchte euch was zu dem Tragengefühl sagen. Also, sie sind wirklich sehr, sehr cremig, fühlen sich kein Stück irgendwie trocken an meine Lippen. Die legen sich nicht in die Fältchen und machen Trockenheitsfältchen. Ich schaue hier eben mal in meinen Vergrößerungsspiegel. Ganz, ganz tolles Tragegefühl. Wirklich, als hättet ihr ja einen wirklich ganz, ganz cremigen Lippenstift auf der Haut. Sehr pflegend. Trotzdem ein super schönes Finish, finde ich. Ich habe auch gleich meine drei Favoriten hier rausgesucht. So, meine Lieben, wir starten mal mit den Farben. Ich zeige euch die mal. Und zwar sind das diese hier. Das sind meine drei Lieblingsfarben, wo ich glaube, dass sie mir am besten stehen. Einmal habe ich den natürlich auch auf den Lippen. Das ist gleich hier der erste. Und zwar ist das dieser Lippenstift. Ich komme mal mit in die Kamera. So, da könnt ihr ihn sehen. Das ist der, den ich jetzt gerade zur Zeit trage. Das ist der, den ich hier als erstes aufgeswatcht habe. Der zweite in der Mitte, er hat einen bräunlicheren Touch. Das ist dieser hier. Moment. No Doubts, genau. Das ist der zweite Farbton hier in der Mitte. Den fand ich auf den Lippen auch sehr schön. Macht ein bisschen mehr Rosenholz. Kommt hier auch auf diesem Aufkleber so ein bisschen so rüber. Ich glaube, in der Kamera eher nicht. Und der letzte, der so ein bisschen hier wirklich den rot- oder pinkigen Einschlag hat, der allerletzte hier an der Seite, das ist dieser, und zwar No Lies. Die Kamera nimmt den Lippenstift nicht. No Lies heißt die Farbe. Und die ist wirklich super hier an der Seite. Das ist der letzte. Den mochte ich auch total gerne. Und das sind so meine drei Lieblingsfarben, möchte ich mal behaupten. Alle anderen sind ein bisschen mehr ins orangefarbene, erdtönig braune, sehr, sehr nude hell, also wirklich so sandige Töne. Auch sehr schön. Es kommt halt immer auf den Typ drauf an, der man ist. Und von daher sind das meine drei Lieblingsfarben und die anderen, ja, so olala halt, ne? Aber ich denke mal, ihr habt jetzt alle Farben gesehen. Könnt euch vielleicht mal so ein kleines Bild davon machen. Auf alle Fälle. Die sind sehr, sehr, sehr cremig und pflegend. Also die Lippen fühlen sich überhaupt nicht trocken oder irgendwas an. Kann ich euch echt so unterschreiben, ist so. Diese hier sind wirklich so für den Winter schön pflegend auf den Lippen. Gerade jetzt, wo die kalte Jahreszeit kommt, muss ich echt sagen, da sind natürlich pflegende Öle on top. Also wirklich, finde ich toll, weil da ist es so, wenn man dann rausgeht, hat man wirklich Pflege und Farbe in einem und das finde ich gut. Das finde ich gut. Vielen Dank an L'Oreal für dieses tolle Case mit den 6 Lippenstiften. Ich mag sie wirklich total gern. Wir werden uns wiedersehen bei Instagram. Ich werde sie noch öfter tragen und dann werde ich euch wie immer noch was dazu sagen. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ciao.